bisher geschah. Ja, also wir haben angefangen 2017 ihn herauszufordern. Er ging den Herausforderungen immer aus dem Weg, hat versucht, das Ganze totzuschweigen, Kommentare zu löschen, Leute zu blockieren, das Ganze sozusagen unter den Teppich zu kehren. Das akzeptieren wir nicht. Gleichzeitig hast du danach nochmal ordentlich für Furore gesorgt vor der Kamera. Du hast Michael Smolik herausgefordert. Ich bin der wahre Champ im Schwergewicht in Deutschland. Das ist der Fake-Champ. Wir können gerne kämpfen. Dann kannst du den Leuten nochmal endlich beweisen. Mann, er kämpft doch die ganze Zeit gegen. Ja, aber gegen Fallo! Hey, ab jetzt! Willst du kämpfen oder willst du nicht kämpfen? Natürlich, hey! Und die Message an euch alle da draußen: Ich kämpfe gegen jeden. Nummer 1. Wenn du gegen mich kämpfen willst, dann nimmst du und Darek jedes einzelne Video, was jemals über mich gemacht worden ist, auf euren Kanälen komplett raus. 2. Du lässt mich in Ruhe bis zu meinem Kampf und auch danach. 3. Sollte ein Kampf zwischen uns zustande kommen, wird die komplette Gage von dir und von mir gespendet für einen guten Zweck, für hilfsbedürftige Menschen, für krebskranke Kinder oder sowas dergleichen. Und der letzte Punkt, und ich sag's gern nochmal, du willst was von uns, du willst was von mir, du willst was von meinem Management, Laden Steko. Du willst einen Kampf. Also entscheiden wir, wann der Kampf stattfindet, wo der Kampf stattfindet und wie der Kampf stattfindet. Wenn du all diese Punkte einhältst, dann ich habe das Statement mir angeschaut, aber von den knapp 16 Minuten interessiert mich nur der kleine Satz, dass der Kampf akzeptiert wird und angenommen worden ist. Und an der Stelle vielen, vielen Dank an das Steko-Management, dass ihr den Kampf akzeptiert. Ich freue mich riesig auf den Kampf. Das wird eine richtige Schlacht werden und ich kann es kaum abwarten. Nochmal Dankeschön an das Steko-Management, dass ihr den Kampf akzeptiert habt. Und natürlich auch an euch, Leute, denn ohne euch wäre das alles gar nicht möglich gewesen. Ja. Let's get ready to rumble! Michael Smolik!